So, schönen guten Abend, liebe Freunde, liebe Mitglieder. Danke, dass Sie gekommen sind, dass ihr gekommen seid zu unserem Abend mit dem Titel Unsere Kinder brauchen uns. In der Einladung lesen wir, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2012 den Weltelterntag ins Leben gerufen hat und betont hat, dass eben die Eltern eine entscheidende Rolle spielen in der Kindererziehung und sie die Hauptverantwortung für die Erziehung und den Schutz der Kinder tragen. Ja, unsere Kinder brauchen uns, ich kann das mehr als bestätigen. Und meine Kinder sind zwar schon Erwachsene und sie haben jetzt wieder Kinder, und ich sehe, wie diese kleinen Kinder ihre Eltern brauchen und auch ihre Großeltern brauchen. Und es ist ein sehr wichtiges Thema, denn in der Öffentlichkeit heute gewinnt man oft den Eindruck, dass eben keine Zeit ist für die Kinder oder dass man sie ganz schnell in die Kindergrippe geben muss. Oder wie man wie die öffentliche Kinderbetreuung aufbauen muss. Das ist etwas, denke ich, in der in den Nachrichten. Und ja, heute wollen wir mal dieses Thema vom Standpunkt, von diesem Standpunkt aus sehen, dass die Kinder die Eltern brauchen. Und wir haben drei Vortragende heute, den Josef Bunker und dann Frau Veronika Liebert und Herrn Magister Dr. Banzam Ja. Kabanin. Und ich gebe das Wort als erstes Herrn Josef Bunker. Josef ist selbst Vater von fünf Kindern, fünf erwachsenen Söhnen. Und er hat sehr viel schon für die Familie, also aktiv, er ist für die Familie aktiv gewesen. Er hat ein Programm mehrere Jahre lang geführt, das er aus Amerika kennengelernt hat, nämlich True Family Values, also eine jährliche Veranstaltung gemacht. Er hat auch Kurse und Studien in Entwicklungsphilosophie und Bindungsforschung nach Gordon-Neufeld gemacht und hat dann am Unification Theological Seminary einen Kurs absolviert, Marriage and Family Enrichment. Er hat auch noch ein Buch geschrieben, darüber wird er selber dann noch erzählen, Prinzipien wahrer Liebe und Sexualität. Und sein Hauptthema oder das Thema, wo er am meisten geforscht hat, ist Charakterbildung. Charakterbildung von Kindern, Jugendlichen und eben auch Eheleuten. Und sein Lebensmotto kann ich Ihnen noch verraten: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das ist sein Lebensmotto und ich gebe jetzt das Wort an Herrn Josef Bunker. Ja, herzlichen Dank für die Einladung auch. Also für mich ist natürlich also dieses Thema ein Herzensthema und speziell auch das Thema Elternschaft. Also, und die Idee eigentlich also zu dieser Veranstaltung kam von dem Buch Unsere Kinder brauchen uns. Ja. Das ist ein Buch von Gordon Neufeld und Gabor Maté. Und ich habe selber auch bei Gordon Neufeld also einige Kurse absolviert. Also, und das war für mich also sehr, sehr spannend. Und in diesem Buch geht es hauptsächlich
um die Bedeutung der Kind-Eltern-Bindung, ja, dieser Beziehung. Und ich möchte gleich auf das Thema direkt eingehen. Was mich speziell inspiriert hat, ist eine Aussage, die für mich ist sehr, sehr zentral und sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, er sagt, das Geheimnis der elterlichen Erziehung besteht nicht darin, was die Eltern tun, sondern vielmehr darin, was sie für das Kind sind. Das heißt, sein Schwerpunkt liegt auf dem, nicht was die Eltern tun sollten oder wie sie ihre Kinder erziehen sollten oder was auch immer, sondern vielmehr auf der Frage, was die Eltern für das Kind sein müssen. Ja. Und dieser Satz alleine hat mich über die Jahre immer wieder von neuem beschäftigt und hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, weil das bringt mich immer wieder von neuem zum Nachdenken. Es wirft nämlich jetzt ein ganz neues Licht auf die Rolle der Eltern und auch auf das Ziel der Erziehung, weil normalerweise denken wir, dass die Sozialisation des Kindes das Ziel der Erziehung ist. Und die Aufgabe der Eltern und Pädagogen ist es demnach, sie dabei zu unterstützen. Natürlich ist das ein wesentliches und entscheidendes Ziel. Das heißt nämlich, wir sollen den Kindern hauptsächlich Kompetenzen beibringen und damit sie ihre Talente und Fähigkeiten entwickeln können, damit sie sozusagen ihr Leben gut meistern und managen können. Ja. Sie sollen lernen, also ihre physischen und psychischen Bedürfnisse selber erfüllen zu können und sich selber verwirklichen und ihre Talente und Fähigkeiten entwickeln. Wenn dann natürlich im Lauf des Lebens und dieses Prozesses irgendwelche Störungen, Entwicklungsstörungen oder Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten auftauchen, dann ruft man oft sehr, sehr schnell noch mehr Erziehung oder man muss also den Kindern also mehr Disziplin beibringen oder andere sagen, ja, man muss also die Kinder entlasten, man muss Freiräume schaffen, damit sie sich mehr entwickeln können. Das heißt, also, in der ganzen Erziehung gehen die Erziehungsexperten davon aus, dass wenn Schwierigkeiten auftreten, dass die Eltern nicht wissen, dass es mit dem Know-how zusammenhängt, dass die Eltern nicht wissen, wie sie sozusagen die Zeit der Kinder und die Interessen der Kinder und die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder managen können. Viele Eltern fragen sich dann auch, wie sie sozusagen das Problem beheben können. Also wenn sie fragen sich dann, ja, wie kann ich mein Kind dazu bringen, dass sie auf mich hört? Oder was kann ich tun, damit sie die Hausaufgaben macht? Ja. Was hat das für einen Grund? Und das sind hauptsächlich also die Fragen, die dann die Eltern beschäftigen. Und ein sehr großer Wert, also wird natürlich also heute in der Erziehung darauf gelegt, dass die Kinder ja selber bestimmen und selber mitbestimmen können. Also auf die Mitbestimmung und Selbstbestimmung wird großer Wert gelegt. Und das heißt in anderen Worten, das Kind darf und soll selbst entscheiden, was es kann, was es will. Es soll sich frei entfalten können und so kreativ wie möglich sein können. Die Eltern und Pädagogen geben hier hauptsächlich Regeln und Regeln vor, setzen gewisse Grenzen und so weiter. Ja. Und diese Überbetonung der Selbstbestimmung, und darauf werde ich heute
eben also nicht eingehen, aber diese Überbetonung der Selbstbestimmung kann aber speziell also in der Sexualpädagogik, das ist ein eigenes Thema, natürlich also sehr, sehr problematisch sein. Ja. Aber ich werde, wie gesagt, also darauf heute nicht eingehen. Neufeld warnt in seinem Buch sehr, sehr klar, dass er sagt zum Beispiel, Kinder wissen vielleicht, was sie wollen. Aber es ist gefährlich, davon auszugehen, dass sie wissen, was sie brauchen. Das heißt, die Frage ist, was brauchen Kinder? Brauchen sie Wissen? Brauchen sie, was brauchen Kinder? Ich möchte hauptsächlich die vier wichtigsten Dinge erwähnen, die allesamt wenig mit Wissen zu tun haben, sondern sie haben mehr mit unserem Charakter, mit unserem Vorbild zu tun. Und was nämlich Kinder brauchen, das können wir verstehen, wenn wir es von der Perspektive des Kindes, wenn wir die Perspektive des Kindes einnehmen. Weil es ist so, ein Kind fragt sich unbewusst, bin ich gewollt? Bin ich geliebt? Oder muss ich Bedingungen erfüllen? Darf ich sein? Werde ich wahrgenommen oder werde ich ignoriert? Werde ich unterstützt oder behindert? Das heißt, die vier wichtigsten Punkte für mich sind, die ein Kind brauchen, ist eben eine selbstlose Liebe und die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich habe das gesagt, das ganz bewusst, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Das war ja schon, Pearls Buck sagt zum Beispiel, Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Kinder merken sehr schnell, wenn die Liebe der Eltern an Bedingungen geknüpft ist, wenn man ihnen nur flüchtig zuhört und vieles andere mehr. Als zweiter Punkt möchte ich erwähnen, was Kinder brauchen, ist Akzeptanz und Vertrauen. Weil Kinder, die nicht akzeptiert werden und denen man nicht vertraut, werden Erwachsene, die sich in ihrer Existenzberechtigung oft sehr, sehr rasch bedroht fühlen. Und solche Kinder können auch dann in ihrem späteren Leben tun sich sehr, sehr schwer, sich selber und auch andere zu vertrauen. Dann brauchen sie emotionale Sicherheit. Und wie entsteht emotionale Sicherheit? Emotionale Sicherheit entsteht eben durch Präsenz der Eltern. Und damit ist nicht nur gemeint, dass sie da sind, sondern dass sie dem Kind, wenn es sozusagen etwas wissen will, dass sie wirklich dem Kind die ganze auch geistige Aufmerksamkeit schenken. Das ist auch wirklich ein schwieriger Punkt, also alle Eltern zu tun haben oder zu kämpfen haben, also weil da fragt das Kind etwas und man schenkt dem gar nicht die Aufmerksamkeit und natürlich, das ist nicht vertrauensbildend. Dann braucht es als vierten Punkt Ermutigung. Und das ist wirklich so oft, wenn man sich als Eltern nicht wirklich bewusst ist, dass man dem Kind die ganze Aufmerksamkeit schenken muss, dann hat das oft, dann hat das selber auch zur Folge, dass man dann nicht wirklich die inneren Bedürfnisse des Kindes erkennen kann und auch nicht sie wirklich entsprechend antworten kann oder entsprechend ermutigen kann. Das heißt zusammengefasst, eine bedingungslose und liebevolle Akzeptanz ist die Grundlage emotionaler Sicherheit. Was deshalb die Kinder brauchen, ist Stabilität, ist die Anwesenheit der Eltern und ist Zuwendung und Gespräche.
Manche werden nur denken, ja, das ist ja gut und schön, da zu sagen, dass Kinder Liebe brauchen, Aufmerksamkeit und Sicherheit brauchen. Aber was soll ich tun? Was soll ich tun, wenn mein pubertierendes Kind rebelliert? Was soll ich tun, wenn es sich von mir abwendet? Mein Rat ist, im ersten Moment sollten Sie nichts tun. Drücken Sie die Stopptaste. Bewahren Sie Ihre Würde und Ihr Selbstvertrauen und reagieren Sie nicht beleidigt darauf. Nämlich, wenn Sie beleidigt reagieren, vermehrt sich dann das Leid und der emotionale Schmerz, der damit verbunden ist. Anstattdessen signalisieren Sie dem Kind, dass Sie es trotzdem lieben. Weil ich habe selber in meiner 40-jährigen Ehe, meine Frau sitzt dort drüben, die wird das sicherlich bezeugen können, immer wieder Zeiten erlebt, wo eine sehr intensive Spannung da war. Und da habe ich selber erlebt, da ist es oft wirklich gut, in solchen Momenten einmal zuerst tief durchzuatmen. Und dann zu sagen, ich liebe dich trotzdem. Und diese Zauberformel, dass ich liebe dich trotzdem, die wirkt genauso auch bei Kindern. Insofern kann man doch sagen, was man tun kann in sich solcher Situation, wenn Kinder rebellieren. Man kann insofern etwas tun, dass man richtig darauf reagiert, dass es ist wichtig, dass man hier nicht seine eigene Würde, dass man seine eigene Würde bewahrt. Interessant ist, was für mich ist, was auch immer, was da Gordon Neufelder in seinem Buch ist, erwähnt über Elternschaft. Er sagt zum Beispiel, Elternschaft ist eine Frage der Beziehung. Und es ist keine Fertigkeit, die wir erlernen können oder müssen. Die Bindung zum Kind ist kein Verhalten, das wir lernen, sondern eine Verbindung, die wir suchen müssen. Elternschaft. Und ich glaube, ich kann hier noch ein paar Geschichten erzählen mit unseren 5 Kindern, ist in meinen Augen die ultimative Herausforderung, selbstlos lieben zu lernen. Damit komme ich zu den Gesetzen der Liebe. Vielleicht hat jemand schon einmal den Begriff gehört, dass Liebe bestimmten Gesetzen folgt. Ja, manche werden sich wirklich so wahrscheinlich dagegen sträuben. Liebe ist nämlich in der reinsten Form völlig selbstlos. Meine Eltern von behinderten Kindern wissen das. Denn es ist so, ich glaube, es geht uns allen so, wir Menschen haben die Neigung, ohne es zu merken, oft nur bedingt zu leben und sagen dann, ja, ich liebe dich mit dem unausgesprochenen Nachsatz, wenn du das und das für mich tust. Ich möchte euch jetzt noch kurz einen kurzen Eindruck oder Einblick geben in diese Dynamik der Kind-Eltern-Beziehung. Es ist nämlich so, wir alle denken in Bildern. Und es ist eine grundlegende Wahrheit, dass das, was wir sehen, entscheidend dafür ist, was wir tun. Unsere Wahrnehmung geht unserer Handlung voraus. Was heißt das jetzt, dass er im
ganz praktisch räumlich zum Beispiel, orientieren wir uns daran, was wir sehen, was wir wahrnehmen und bewegen uns entsprechend. Wenn hier ein Sessel steht, natürlich gehe ich daneben vorbei. Ja. Zeitlich orientieren wir uns nach unseren Uhren. Hoppla, jetzt ist es schon 5 vor 7, da bin ich mal am Reden. Ja. Und wie orientieren wir uns in unseren Beziehungen? Wie orientieren wir uns in Beziehungen? In unseren Beziehungen orientieren wir uns nach dem Charakter und nach den Kriterien des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit. Wir können gar nicht anders. Erzählt uns nämlich jemand die Unwahrheit und wir nehmen dies wahr, werden wir ihm nicht glauben. Auch wenn das noch so überzeugend klingt. Was heißt das jetzt dafür für die Kinder, für die Beziehung zu den Kindern? Wenn beispielsweise das Kind anstatt der Hausaufgabe, die es versprochen hatte, ganz etwas anderes macht, dann ist es entscheidend, wie man darauf reagiert. Reagiert man hier negativ darauf und sagt ständig, ja, warum machst du deine Hausaufgabe nicht? Sei endlich verantwortlich. Wie wirst du dann reagieren? Wahrscheinlich eher abweisend. Das Kind wird sich dann möglicherweise nicht verstanden und nicht akzeptiert fühlen. Konzentrieren wir uns aber auf das Positive und sprechen sozusagen die gute Absicht des Kindes an. Dann wird es auch anders reagieren. Man da kann man natürlich noch sehr viele Beispiele bringen. Oder ich bin sicher, dass viele Beispiele dazu einfallen. Das, um das abzuschließen, das, was mir damals sehr eingeprägt hat, war, wenn Neufeld sagte, wir müssen die Kinder von innen heraus verstehen. Wenn wir es nicht schaffen, die Kinder von innen heraus zu verstehen, besonders die Schwierigen, werden wir ihnen auch nicht helfen können. Was können wir tun, ist die Frage. Das Beste, was Eltern für ihre Kinder tun können, und das mag vielleicht überraschend sein für manche, wenn wir selber daran arbeiten, selber ein besserer Mensch zu werden. Wenn wir uns bemühen, präsent zu sein. Wenn wir als Eltern an unserer Ehebeziehung arbeiten und hier investieren. Und wenn wir auch in die Beziehung zu den Kindern investieren. Ich sage immer, die beste Investition in die Kinder kostet kein Geld. Sie kostet nur Zeit. Es ist meine eigene Erfahrung, und da kann ich noch einige Geschichten erzählen. Wir brauchen nicht perfekt zu sein. Nur authentisch und ehrlich. Und ich weiß aus Erfahrung, das schätzen unsere Kinder. Denn wir müssen uns immer wieder bewusst sein, wir sind alle innerlich in einem Wachstumsprozess. Ja. Und wir können durch die Kinder so viel lernen, auch wenn sie, gerade wenn sie Schwierigkeiten machen. Nun komme ich zu meinem letzten und wichtigen Punkt. Neufeld nennt als Hauptgrund für den Verlust der Bindungsbeziehung zu den Kindern die Säkularisierung. Er sagt, mit der Säkularisierung gingen auch der Glaube und die spirituellen Wurzeln verloren. Bemerkenswert für mich ist, dass Neufeld dies erwähnt, nämlich,
Denn das ist genau meine jahrzehntelange Beobachtung, dass der Hauptgrund, dass Eltern, der Hauptgrund der ist, dass Eltern in der Erziehung oft so verunsichert sind. Wenn ich denke, und ich habe immer wieder relativ viel mit Menschen mit christlichem Hintergrund zu tun, wenn ich denke, ich habe immer das Gefühl, dass viele Christen heute nicht mehr sicher sind, ob Gott überhaupt existiert, ob es ihn überhaupt gibt. Und damit sind sie sich auch ihrer spirituellen Natur und ihrer Identität als göttliches Wesen nicht mehr sicher. Und daher möchte ich einen Gedanken mit euch teilen. Ein Gedanke, der mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet und der mich wirklich über die Jahre hinweg begleitet und immer wieder sehr, sehr viel innere Sicherheit gegeben hat. Reverend Moon spricht zum Beispiel in seinen Reden oder hat in seinen Reden fast jedes Mal davon geredet, von der Beziehung zwischen Gott, Mensch, zwischen Gott und Mensch. Und er hat diese Beziehung als eine Eltern-Kind-Beziehung dargestellt. Er hat gesagt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist eine Beziehung zwischen Eltern und Kind. Wenn ich nämlich oft zum Beispiel in christlichen Versammlungen höre, wenn Christen beten und sagen, Vater unser, dann habe ich immer wieder das Gefühl, ja, wie empfindet der Einzelne das? Empfindet ein Christ wirklich das als ein persönliches Gespräch? Interessant für mich ist, Frau Mohn, die Ehefrau von Reverend Mohn, die auch von Mitgliedern Luther des Friedens genannt wird, spricht seit dem Tod von Reverend Mohn in 2012 also, noch viel, viel deutlicher von den himmlischen Eltern. Und für mich ist der Gedanke, dass Gott älter ist, an und für sich schon revolutionär. Denn dieser Gedanke, dass Gott Eltern ist, macht uns zu Geschwistern. Und einem Bruder oder einer Schwester begegne ich anders als einem Konkurrenten oder einer Konkurrentin. Und dieses Bewusstsein, dass Gott Eltern ist, hat mir in meinem 40-jährigen Eheleben die Kraft gegeben, meine Frau mit den Augen Gottes zu sehen. Sie so zu sehen, wie Gott sie gemeint hat. Das heißt, der Gedanke alleine, dass meine Frau eine Tochter Gottes und jedes Kind, jedes unserer Kinder oder jedes Kind ein nobles Kind ist, egal wie es sich verhält und welche Probleme es macht, hat meine Denkweise und meine Wahrnehmung völlig verändert. Damit komme ich nur ganz, ganz kurz zum Thema Säkularisierung zurück. Die Säkularisierung unserer Gesellschaft hat die Frau, Mann und das Kindsein auf eine ökonomische Denkweise reduziert. Teilhabe und Macht über andere verfügen, anstatt ihnen zu begegnen. Erich Fromm hat bereits 1956 gesagt, wahre Liebe, die mehr ein Geben als ein Nehmen ist, lässt sich mit kapitalistischen Gesellschaften kaum vereinbaren. Wenn heute von den Medien, von der Politik und von der Humanwissenschaft und auch den Soziologen, den Frauen immer wieder vermittelt wird, Kinder sind eine Last und die Ehe und Familie ist ein Problem,
dann ist bereits dieser Gedanke das Problem. Meine zentrale Botschaft daher an alle Frauen, an alle Männer, an alle Väter, an alle Mütter, an alle Pädagogen ist, dass sie viel mehr auf ihre Intuition und das ursprüngliche Gemüt hören. Damit möchte ich beten. Dankeschön. Danke für alles. Danke, Josef, für deinen Vortrag. Du hast sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Und ja, ich denke, dass wir das auch schriftlich, also im Buchfach dann einmal sehen werden. Du hast jetzt zum Schluss gesprochen, eben, dass in der Öffentlichkeit heute oft die Rede ist, dass das für die Eltern so eine Belastung ist, wenn sie ein Kind haben und dass man möglichst viele Menschen engagieren soll, um auf dieses Kind aufzupassen. Und jetzt möchte ich eben eine junge Mutter oder einen jungen Vater fragen, wie ist euer Erlebnis mit eurer kleinen Maya? Wie erlebt ihr es und was könnt ihr dazu sagen? Hallo, guten Abend an alle. Soll ich gleich auf die Tür? Ja. Also, die Maya braucht ein Tee heute, weil sie, ja, die Zähne sind immer wieder Thema. Und da hat sie die Mama ganz gerne. Das wäre schön, wenn sie bei mir sein kann. Okay, also das Thema Medien vermitteln, Kinder, Familie als Bürde oder so, das ist die Frage, gell? Ja, es ist total traurig, dass das so vermittelt wird, finde ich, weil genau das Gegenteil wäre gut, wenn es vermittelt wird. Erstens einmal für die Gesellschaft mit so einer niedrigen Betriebsrate und den Herausforderungen, die da auf uns zukommen, als Gesellschaft und als Volkswirtschaft. Ja, also brauchst du nur schauen in andere Länder, wo die Zahlen halt schon länger so sind. In Japan zum Beispiel, ja, schon seit 2014 oder so mehr Windeln für ältere Leute als Babys verkauft. Und also das hat dann diese Folgen halt, dass dann keine Altersheime gibt und kein Personal gibt. Und ja, ganz schlimm für die alten Leute halt ist. Also das ist einmal das Thema, warum das eigentlich Familie nicht voll promotet. Ja, also ich erlebe das natürlich nicht als Bühne, also weiß nicht. Es ist für mich so viel Liebe, die ich da erfahren kann. Und immer wieder, also jede Woche, jeden Tag neue Errungenschaften meiner Tochter, die ich da mit folgen kann. Und ja, mir hat das gefallen und das wollte ich da auch erwähnen jetzt, weil sie gemeint hat, mit dem Wachstum denken, dass man gerade sagen sollte. Also man wächst mit seinen Herausforderungen. Also vielleicht, wenn man kein Kind hat, vorher kann man sich das nicht vorstellen. Und wenn man mit den Medien dann auch vermitteln, ah, das ist nur schwierig alles, dann sehr schade. Also es hat vielleicht damit zu tun, weil ich denke, dieses Wachstumsdenken, Growth Mindset und ein fixes Denken. Ja? Also das ist, man will, dass am besten alles so bleibt und keine Probleme auf einen zukommen, keine Herausforderungen. Und die Frage, ob man da so viel wachsen kann in seinem Leben oder so viel Neues erfahren kann. Ja. Und wir haben uns halt für den Wachstumsweg entschieden. Und ja, da können wir jeden Tag auch selber sehr viel lernen. Und genau, also es kommen natürlich Herausforderungen, neue Sachen und an denen lernt man und wird man stärker und natürlich. Es geht auch ums Herz, dass da sich ausdehnen kann. Ja, also
Jetzt verstehe ich jede Frau besser, die eine Geburt hinter sich hatte, die es geschafft hat, ein Kind großzuziehen. Großen Respekt habe ich jetzt, also, weil ich den Einblick besser habe. Und ja, jede Großmutter, also man kann in der Gesellschaft bestimmte Figuren, Positionen besser verstehen und respektieren. Also allein das und dann kommt noch dazu die große Liebe, die sich da auftut, wenn man ein Kind das erste Mal in den Arm hält und dann akzeptiert. Und ja, dann sieht man halt viele andere Kinder und die sind auch alle so lieb. Also, genau, das Herz weg. Und sein Ehepartner erlebt man mit dem Kind. Es ist mehr dieses Thriving in Life, nicht Survival in Life, sondern ein erfülltes Leben und alles, was dazu gehört. Danke. Danke, Ellen. Ja, wir erleben das auch in unserer Gemeinde. Es sind so viele kleine Kinder und die Eltern schauen alle sehr glücklich aus. Und ich muss der Ende völlig recht geben, es wäre wirklich viel vernünftiger, wenn eigentlich die Familie also promotet würde in der Gesellschaft. Also nicht nur Japan, auch Südkorea zum Beispiel, weil wir sind auch sehr verbunden mit Korea. Das ist 0,7 Kinder pro Frau. Und das ist ganz schlimm eigentlich, weil das auch dann am Ende wirtschaftlich, auch wirtschaftliche Folgen hat. Ja, aber behalten wir noch unsere Kommentare und Fragen für das Ende, denn die nächste Sprecherin ist Frau Veronika Liebert und sie hat begrenzt Zeit. Es gibt heute einige andere Programme, die laufen. Ja, Frau Veronika Liebert ist die Obfrau der Elternwerkstatt. Das ist ein Verein, eine NPO, die sich eben, wie schon gesagt, Elternwerkstatt mit Eltern beschäftigt You und can have auch it soon, Sophia. It's almost ready. Elternfragen, Kindererziehung und so weiter. Sie ist Pädagogin, sie ist zertifizierte Elterntrainerin und Erwachsenenbildnerin. Hat selber drei Kinder, ist verheiratet und hat auch Heil- und Sonderpädagogik studiert. Sich in vielen anderen Bereichen auch fortgebildet, weitergebildet, Konfliktmanagement und so weiter. Ich freue mich schon sehr auf Ihren Vortrag und ich gebe Ihnen das Wort. Ja. Vielen, vielen Dank. Ups, geht's? Hallo? Ja, darf ich? Ganz zuerst möchte ich einmal der Maya wirklich gratulieren. Du bist so ein entzückendes kleines Wesen. Und wenn man dich anschaut, geht einfach nur das Herz auf. Ja? Und ich finde das so großartig, dass du da jetzt wirklich die Zeit verbringst. Ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja? Und dann hier sieht man, dass es viele Eltern richtig machen. Und ich gebe mir in ganz vielen Punkten recht, aber ich möchte nicht dieses Negative immer. Ja? Es gibt auch viele Medien, die gut über Eltern sprechen und die Eltern Mut machen, Kinder zu bekommen. Ja? Also ich bin immer dafür, dass man eher das Positive sieht. Und das war mir jetzt ein totales Anliegen, gerade wenn wir so eine Familie sehen, dass wir nicht immer sagen, nee, Eltern sind so schlecht. Das sind sie auch nicht. Ja? Und ganz ehrlich gesagt, wir alle sind dafür verantwortlich. Wir alle sind dafür verantwortlich, ob wir in der Straßenbahn sitzen, ob wir in einem Geschäft sind, dass wir nicht die Augen verdrehen, wenn ein Kind schreit, dass wir nicht sagen, können Sie das nicht besser? Ja, das sind wir alle dafür verantwortlich. Ja, und nicht immer mit dem Finger hinzeigen, das ist nicht so meins. Aber ich gebe Ihnen recht, Medien haben schon einen großen Einfluss. Ja. Unser Hauptmotto in der Elternwerkstatt ist, geht es den Eltern gut, dann geht es auch den Kindern gut. Und wir haben jetzt schon ganz viel gehört, auch der Satz, man muss nicht perfekt sein, sondern authentisch, ist ein ganz wichtiger Satz.
weil wir Eltern Vorbilder sind. Und das ist irrsinnig anstrengend. Das ist so anstrengend. Ja, ich habe 3 Kinder und ich muss immer noch Vorbild sein. Wir haben jetzt EU-Wahl am Sonntag und natürlich fragen sie mich und sie setzen sich hin und sie diskutieren mit mir. Ja? Und es ist anstrengend. Und auch das muss einmal gesagt werden. Elternsein ist anstrengend. Ja, und es ist ganz toll zu sagen, hingebungsvolle Liebe, alles ist super gut. Aber man muss auch der Realität im Auge geben und einmal sagen, manchmal sind es mir echt so auf die Nerven gegangen, meine Kinder. Wenn ich einen anstrengenden Tag gehabt habe, wenn sie eine Dynamik gehabt haben, die bleibt. Ja, ich habe mir wirklich gedacht, Roni, jetzt bleib stehen, atme durch, mach das, was du immer deinen Eltern sagst. Holen und dann Antwort. Ja? Und ich möchte wirklich ein Plädoyer für alle Eltern setzen. Ja, wir Eltern sind sehr, sehr wichtig für die Kinder. Und zwar nicht, dass wir immer da sind, weil das geht nicht. Wir müssen ihnen einen Rucksack mitgeben, damit sie auch es schaffen, wenn wir es nicht machen. Wenn sie in der Schule sind, wenn sie im Kindergarten sind und wenn sie später ihr eigenes Leben mitgeben. Und dieser Rucksack, das ist ganz wichtig, dass wir nicht alle Steine aus dem Weg räumen. Die müssen auch lernen, mit ihren eigenen Problemen fertig zu werden. Alles unter dem geschützten Rahmen von uns. Wir können sie begleiten, wir können da sein, wir können sagen, hinter dir steht ein Stier, aber den Blödsinn, den baust du jetzt selber aus. Weil irgendwann sind wir nicht mehr da. Und dann müssen sie selber einstehen für das, was sie machen. Und sie müssen ihre eigenen Werte finden. Wir können ihnen was mitgeben, wir können ihnen Gedanken mitgeben, wir können ihnen Anregungen mitgeben, aber ihren eigenen Weg müssen sie finden. Und je mehr wir sie lieb haben, wenn sie klein sind, weil die Pubertät ist nämlich die zweite Trostphase, ja? Und das ist ein Entwicklungsschritt. Die Pubertät ist kein Krankheit, ja? Das ist der Weg in ihr Erwachsenwerden. Und wenn man es vorher schon gut gemacht hat und wenn man ihnen sagt, ich habe dich lieb, egal was du machst, nur deine Kompetenzen musst du selber tragen. Ja? Wenn man das schafft, dann werden sie kompetente Erwachsene und dann können wir furchtbar stolz sein. Auch wenn sie vielleicht dann nicht den Weg gehen, den wir uns vielleicht wünschen. Und trotzdem das akzeptieren. Weil sie ein Teil von uns sind und weil sie leben weiter. Alles, was wir ihnen geben, das leben in unseren Kindern weiter. Und ich habe viele Freundinnen jetzt schon oder auch von meinen Kindern schon junge Frauen, die überlegen, sollten wir auch Kinder bekommen? Das ist deren Entscheidung. Da können wir nichts machen. Ja? Aber wenn sie dann sehen, wie cool es ist, wenn unsere Kinder Freunde mitbringen, die jetzt erwachsen sind und sie kommen gern zu uns nach Hause, wenn wir versuchen, ein offenes Haus zu haben und einfach auch die Kinder würdevoll zu behandeln. Das stimmt, man muss eine Würde behandeln, also behalten. Aber man muss auch die Würde der Kinder achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Seine eigene Würde, aber auch die Würde der Kinder. Weil musst du lernen, sie respektvoll auch mit anderen umzugehen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wir diskutieren viel zu Hause. Und streiten ist auch manchmal ganz gut. Ja, es soll nicht verboten sein. Es soll nur wichtig sein, dass man nachher für jeden eine gute Lösung findet. Und dass wir Eltern sagen, ja, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt entschuldige ich mich einmal. Jetzt war ich einmal entnervt. Ja? Weil wenn sie unsere Schwächen sehen, dann erkennen sie auch ihre eigenen Schwächen. Und da sind wir wieder beim Vorbild. Ja? Und wenn sie sehen, ich sage das oft beim Medienvortrag, dass wir ein Buch zur Hand nehmen oder eine Zeitung und nicht dauernd das Handy in der Hand haben, ja, dann halten sie vielleicht auch selbst zu einem Buch. Und viele, viele Frauen bei uns und viele Mütter haben ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil sie berufstätig sind und sein müssen. Ja, wir haben von der Rechtsanwältin bis hin zur Dame bei der Kasse beim Dealer. Und die haben alle immer ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht so viel mit den Kindern verbringen können. Und ein Hauptsatz, den wir ihnen immer sagen, ist,
Es ist nicht wichtig, wie viel Zeit du mit deinem Kind verbringst, sondern welche Zeit du mit deinem Kind verbringst. Und ein Essen zusammen, eine richtige, aufrichtige Anteilnahme, wie war eigentlich heute dein Tag? Wenn du vergisst nur den Kindergarten, das ist anstrengend. Ja? Du bist ja noch in der Volksschule, das ist anstrengend. Und bei uns war immer der Grußwort Kindergarten, Schule und so weiter. Und dann gibt es noch Mama und Papa Kindergarten, Mama und Papa Schule. Das war unsere Arbeit. Und dann haben wir erzählt, damit sie auch einen Teil von unserem Leben erfahren. Also Elternsein ist in hier und jetzt. Das ist das Wichtige. Und je mehr wir ihnen das zeigen und mitgeben, desto einfacher haben sie es dann, gute Menschen zu werden. Menschen, die selber für ihre Sachen einstehen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also schauen Sie auf sich selber. Ich sage das auch oft Eltern, schauen Sie mal am Tag, dass Sie 5 Minuten Ruhe haben. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Schauen Sie auf sich, reflektieren Sie, schauen Sie auf Sie, nicht einmal auch etwas sagen und nicht ganz in Ordnung ist. Und nur so können wir das den Kindern weitergeben. Danke vielmals. Und der Satz vom kleinen Prinzen, man sieht man mit dem Herzen, wo die so einer meiner Lieblingssätze. Verstehe ich sehr gut. Schönen Abend. Ja, wir hier, also Frauensituation, Renate, wir Familiensituation, wir schätzen Ihre Arbeit sehr. Und wir freuen uns auch sehr, dass die Elternwerkstatt sich aufgefreit und ausgedehnt hat. Und wir wünschen, dass alle Eltern einen coolen Tag haben. Wir auch. Bevor sie Kinder haben, dann, wenn sie Kinder haben und wenn die Kinder in der Pubertät sind und so weiter. Weil das Bewusstsein, wie man dann mit den Kindern umgeht, da kann man schon trotzdem viel lernen. Es stimmt zwar, dass man die Beziehung nicht lernen kann, aber das wie man dann mit den Kindern umgeht, kann man schon sehr gut dazu lernen. Die Frau Lindberg muss dann bald gehen. Alles gut. Alles gut? Ja, schon ja. Noch deine Frage hören. Und danach könnt ihr eure Fragen stellen. So, der nächste Vortragende ist Herr Magister Dr. Mohammed Bassam Kabani. Er ist Dozent am Institut Islamische Religion an der Kirchenpädagogischen Hochschule Wien. Er ist schon seit langem involviert in den christlich-islamischen Dialog und in den jüdisch-islamischen Dialog. Er ist auch Lektor an der Universität Wien und islamische Religionslehrer an der Technologischen Gewerbemuseum für die Technische Bundeslehranstalt. Das heißt, er hat ganz viel geforscht und Zeit verbracht mit dem Thema, wie kann man andere Kulturen, andere Religionen verstehen, wie kann man den Dialog aufbauen und wie kann man zu einem Verständnis der verschiedenen Kulturen gelangen. Sein heutiges Referat: Die Bedeutung der Familie im Islam. Und ich gebe Ihnen das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sprechen darf. Und das Thema, was ich heute präsentieren werde, weckt nicht sehr viel von der Einstellung in allen anderen monotheistischen Religionen oder in der Menschheitsgeschichte. Weil Eltern sein, Familie sein, Kinder sein, das sind menschliche Bedürfnisse und nicht religiös bedingte. Klarerweise gibt es in jeder Religion bestimmte Vorgehensweisen oder Bevorzugungen, aber im Ganzen reden wir über das Gleiche. Daher beginne ich mit dem Satz: Familie ist die kleinste Einheit einer Gesellschaft und nicht das Individuum, wie sehr, seit langer Zeit gelehrt wird, und stellt den Kern dieser Gesellschaft dar. Familie gehört in der Ehe aus islamischer Sicht, und da glaube ich, sind wir sehr einig mit vielen Kulturen, egal wie es zu dieser Eheschließung kommt. Der Prophet selber sagte in einer sehr
spannende Überlieferung, dass einer sich eifern wollte und hat gesagt, ich faste und esse nicht mehr. Ich verbringe die Nacht wach und verrichte Gebete und ich heirate nicht, denn die Ehe und Familienregeln lenkt ab. Und das kam dem Propheten zu Ohren und hat ihn zitiert, was sagst du da? Also ja, damit ich ins Paradies gehen darf. Alles andere essen und trinken und schlafen lassen, also mich ablenken von meinem geraden Weg zu Gott. Und hat gesagt, das ist meine Sünde, meine Lebensart, die Lebensart aller Menschen und aller Propheten. Wer davon abweicht, gehört nicht zu mir. Zu heiraten, fasten und zu essen, schlafen und nach Gebete zu verrichten. Und die Ehe, also islamische Sicht, ist die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Alles andere, was heutzutage wird zum Hören bekommen. Die Familie ist ein Teil davon und ihre Familie auch. Vielleicht haben wir im Westen hier zum Teil vergessen, nicht viel, wo man Großmütter, Großväter heranzieht bei der Erziehung, aber in den orientalischen Gesellschaften redet man von der ausgedehnten Familie, das heißt die Cousins, die Zeitgrades, die dritten Grades und so weiter. Das ist die Familie, wo Kinder gern hineinwachsen, mit anderen ähnlichen Kindern und nicht Monokinder sozusagen, in einer Familie, wo das Kind selbst das Gefühl von Geschwisterlichkeit nicht mitbekommt auf dem Weg ins Leben. Ein Kind ist ausreichend und eben mit dem Motto Familie und Karriere vereinbar sind. Und das stimmt, die Gesellschaft hat sehr wenig dafür getan. Ich rede von vielen Industrialisierungsgesellschaften. Alle Mitglieder der Gesellschaft genießen die gleichen Rechte und jenseits von jeglichen Unterscheidungsmerkmalen, Farbe, Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, vielleicht Wachstumsgrad, Sie haben von Kindern mit bestimmten Behinderungen gesprochen. Das sind unsere Kinder und wir haben sie zu lieben genommen. Nicht wir haben sie als Pflicht, aber das tun wir einfach nur zu viel. Wir haben sie in die Welt gesetzt. Jedes Mitglied in dieser Gesellschaft trägt je nach Möglichkeit und Fähigkeit zum Wohlergehen dieser Gesellschaft bei. Familie ist und stellt den natürlichen Raum dar, indem sich zwischen Eltern, Kindern, unter anderem auch seit der Erschaffung der Menschheit ihre intensivsten Beziehungen abspielen. Und daher nicht im Hort mit dem eineinhalb Jahren, das zwei oder drei Jahren, oder im Kindergarten und der Schule, das sind notwendige Lehranstalten, also Bildungsanstalten, die die Kinder brauchen, auch um Sozialwesen zu werden, die sind soziale Wesen sozusagen. Aber wenn das nicht in der Familie mitbekommt, auch wenn hinaus, schafft das auch unterwegs, glaube ich, sehr schwierig, darüber hinwegzukommen. Sexualität und Sexualethik. Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, aus islamischer Sicht, glaube ich, aus christlicher Sicht genauso, welches aus Körper, Seele, Intellekt und Trieben besteht. Und alle gehören befriedigt zu werden. In der Religion, in der Familie, in der Gesellschaft, in den verschiedenen Institutionen. Sehr bejahend sogar gegenüber, zählt sie zum Menschen gehörend und nicht als unvermeidbares Übel, befürwortet die Erotik und lehnt den Zölibat ab und fördert die Erfüllung von gesundem Sexualleben. Sexualität hat jedoch ihren Platz nur innerhalb einer Ehe stattzufinden. Die Gläubigen haben mit dieser Sexualität, die Menschen ehrlich gesagt, nicht nur die Gläubigen, mit voller Verantwortung umzugehen. Voller Verantwortung heißt das, jegliche Übertretungen oder Missbräuche in dieser Richtung, wie Selbstbefriedigung, Vergewaltigung, Ehebruch, Homosexualität oder Prostitution, werden massiv verurteilt aus islamischer Sicht und daher unter Fazit die zukünftigen Kinder zu gewähren, dass sie ein gesundes Sexualleben auf dem Weg und auf dem Weg. Diese hat jedoch ihren Platz nur innerhalb der Ehe stattzufinden. Die Gläubigen haben mit der Sexualität
mit voller Verantwortung umzugehen und jegliche Übertretungen, wie gesagt, zu vermeiden. Das menschliche Verlangen nach Befriedigung des Geschlechtstriebes ist eine Selbstverständlichkeit. Auch das muss man immer wieder betonen. Nicht unterdrücken, nicht verbieten, aber wie gesagt, in ihrem Rahmen, in ihrem Rahmen die passende Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Sexualität darf nicht nur als das notwendige und unvermeidbare Übel betrachtet werden, wenn es lohnenden Diensten der Fortpflanzung besteht. Das ist auch sehr wichtig im Islam. Daher ist Verhütung auch im Islam. Kinderplanung, Kinderregulierung, Geburtenregulierung, das alles findet statt und ganz islamkonform ist. Keuschheit darf nicht missverstanden werden. Es handelt sich dabei um den Schutz der Gesellschaft, sowohl als Einzelnen als auch als der ganze Gesellschaft vor unrechtmäßigen Geschlechterbeziehungen, die außerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenbedingungen und ohne die damit verbundene Verantwortung erfolgen können. Keuschheit gilt als Schutz genauso für Mann und Frau, beide aber profitieren davon und auch die Gesellschaft. Und vor allem die Kinder, die solche Beziehungen entspringen können, Kinder haben Recht, in den Familien zu leben, in denen sie geboren sind. Das ist auch eine Einstellung der Islamistik. Jetzt geht es um Kinder. Wir haben über Leben und Erwachsene gesprochen. Kinder als eine der großen Gaben Allahs bezeichnen. Das werden sie im Koran genannt. Also, da gibt es in Sure 18, Vers 46, Vermögen und Kinder sind Flittern des diesseitigen Lebens. Was bleibenden Wert hat, nämlich gute Taten. Und daher, Kinder sind nicht Last und dürfen auf keinen Fall als solche bezeichnet werden. Und wenn die Gaben Gottes, wir heißen aus der Ansicht Khalil, eine Generation vor der anderen, wenn das so der Fall in Korea ist oder in vielen europäischen Ländern, wo die Geburtenraten nicht ausreichend sind, damit die jetzige Pensionisten finanzieren können. Das ist wieder mal Sozialismus, aber ich gebe das nicht auf dieser Sicht. Ich gebe das die Menschheit der Tatsächlich. Diese Länder, wo ich habe mich sagen lassen vor langer Zeit, dass wenn die Geburtenrate unter 1,3 ist, dann ist eine Gesellschaft von einem Aussterben bedroht. Ja. Abtreibung ist im Islam nur in bestimmten Fällen erlaubt, wenn das Leben der schwangeren Mama, der zukünftigen Mama bedroht ist, kann man es abtreiben, ansonsten nicht. Regulierung, viele Gelehrten des 20. Jahrhunderts sprechen sich dafür aus, dass Regulierung der Geburtenrate und der Familienplanung eine positive Einstellung, besonders in vielen Ländern der Drittweltländer sozusagen, wo die Geburtenrate exploriert ist und wo die außer Kontrolle Bildungsanstalten kommen nicht nach, Wirtschaftssituation kommt nicht nach, Wohnräume auch nicht, Infrastruktur nicht und Spitäler. Und daher ist es, sind viele Gelehrten der Meinung, dass man es kommt im Koran vor, das Stillen ist ein Recht des Neugeborenen bis zu 2 Jahren. Und daher sehen die Gelehrten auch, dass diese 2 Jahre, deren eine Schwangerschaft fast unmöglich ist, als Schutz des Kindes und der Mutter und als Verpflichtung mit der Gleichzeit. Herausforderung der heutigen Gesellschaft, islamisch auch in den westlichen Ländern, dass die Industrialisierung es geschafft hat, Mütter als Frau von zu Hause zu entreißen, ohne Möglichkeiten oder Rahmenbedingungen zu schaffen, was möglich sein müsste, Familie und Elternzeit gleichzeitig. Ist in der Tradition, dass die Männer arbeiten gekommen sind und dieser Sprung gleich die Frauen Möglichkeiten, und das ist sehr notwendig, das sind sehr viele sozusagen Ressourcen und Möglichkeiten, Kompetenzen,
für den Wachstum einer Gesellschaft sehr notwendig sind, aber die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, im Voraus geschaffen worden sein, bevor dieser Schritt also begangen wurde. Herausfordernd sind, was wir heute erleben, in 68er Bewegung und ihre Folgen, Sexualrevolution, waren notwendig auch, und ich wundere, dass es gleich 2 oder 3 Jahre nach dem zweiten Konzil passiert ist, wo sehr viel auch seitens der heutigen Kirche für die Frau nicht ausreichend ausgesprochen wurde, einberaumt wurde, aber trotzdem glaube ich, da leben wir immer noch in den Folgen dieser Revolution. Vereinbarung zwischen Familie und Karriere hat schon Bildungssystem auf der ganzen Welt war. Man merkt, dass die 2 Institutionen, also in der Familie, wo die Kinder auf die Welt kommen und dann in diesen Anstalten, also Bildungsanstalten geschickt werden, dass sie nicht immer versus konkurrieren agieren, sondern konkurrieren. Und die spielen verschiedene Rollen, sodass Kinder nach Hause kommen, das habe ich in der Schule gelernt und das ist nicht konkurrieren, also nicht in Richtung Wachstum, sondern in Richtung Vernichten wird. Und das ist genau, wo sehr viel zu tun ist. Sozialmedien, sie sind nicht immer schlecht, aber Sozialmedien, glaube ich, haben das, den Wert von Wissen irgendwie verflüssigt, dass man die Aussage hört, das Gegenteil geht, noch ein bisschen verschmolzene Richtung, da Kinder sind noch nicht imstande, über Fluss von Informationen. Und diese Verarbeitung brauchen die Kinder und wir brauchen auch die. Und das ist die Rolle, die sozialen Medien spielen. Und da müssen wir auf die Bremse steigen bei dem Konsum von sozialen Medienprodukten. Und welche und wann und in welchem Ausmaß. Neue Familienformen ist eine Herausforderung für muslimische Familien, für, glaube ich, den Begriff Familie überhaupt. Da ist sehr viel Arbeit notwendig und klarerweise in vielen Gesellschaften alleinstehende schabische Eltern und in den meisten Fällen Frauen, alleinstehende Mutter. Und da muss die Gesellschaft was entgegenwirken, um das zu ermöglichen, wie diese Kinder wachsen, ohne sehr viel Verlust, wenn der andere Elternteil dabei ist und nicht sein kann. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Zuhören und stehe zur Verfügung für weitere Fragen. Danke, Herr Professor Herrmann. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen oder kurze Kommentare geben. Ich habe selber noch einen Kurs gemacht, in der Wirtschaft für die Großeltern mit Maria Neuberg gespielt. Ja. Und das war eine große Hilfe damals. Und jetzt stelle ich immer die Frage auch. Ich komme mir Frage, dass ich gerne reden würde und so. Und Sie haben etwas erwähnt über die Würde des Kindes. Und was meinen Sie bei Würde? Genau. Ist das mit Respekt oder nicht? Oder wie? Ich verstehe nicht. Also, die Elternwerkstatt, und das ist natürlich auch Maria Neuberg-Schmidt, die unsere Gründerin ist. Die hat immer gesagt, man muss auch die Würde den Kindern lassen. Weil wir Eltern oft glauben, wir wissen es viel besser. Ja, das ist gut. Aber wir wissen es eigentlich nicht besser. Wir können es nur ahnen. Ja? Und wir können nur den Kindern Wege zeigen und ihnen Anregungen geben und sie müssen selber ihren Weg finden. Und die Würde heißt auch zum Beispiel solche Sätze wie, solange du die Beine unter meinem Tisch hast, dafür zu tun, was ich sage. Das ist nicht Würde, Nazi. Das ist einfach überfahren. Ja. Und Würde auch dem Gegenüber, das ist ganz egal, ob mein Kind ist oder die Nachbarin oder der Polizist oder wer immer auch, ja. Ich muss immer schauen,
dass man dem anderen Menschen seine Hürde ist, dass man nicht beschimpft, dass man nicht unverständlich wird, dass man nicht eine vorwurfsvolle Sprache hat, sondern mit Mut, dass der andere auch darüber nachdenken kann, wenn man kritisch ist. Und das Gleiche ist eben auch, wenn ich meinen Kindern eine kritisiere, schaue ich trotzdem so, dass ich ihre Würde nicht verletze. Ja, aber was ist denn in dem Fall, wo das Kind dann schnippisch ist? Ja? Das habe ich letzte Woche erlebt. So. Ich habe auch einen Lehrer verloren und sie hat ihre Freundin eingeladen bei uns. Und auf einmal, alles, was ich gesagt habe, ist sie das so lächerlich gemacht. Und ich war so schockiert, weil ich bin nicht sauer die Mutter und bin die Großmutter, die normalerweise nicht sie treibt. Und da habe ich nicht gewusst, welche Haltung zu haben, das gegeben hat. Ja. Also ich würde dann nicht vor den Freundinnen quasi das zurechtweisen, sondern ich würde sie mir nachher holen in einem Zwei-Augen-Gespräch und sagen, ganz ehrlich, das hat mir wehgetan. Und ich rede mich schon mit dir und ich weiß doch nicht, dass du schon mit mir sitzt. Ja? Und auch fragen, wieso du das gemacht hast. Also wollte sie vielleicht cool sein, wollte sie vielleicht Papiergruppe, wenn sie die Freundinnen waren, hat vielleicht irgendwie gefallen, wollte sie zeigen, ich bin hier super der Boss. Ja? Da gibt es höchstwahrscheinlich einen Grund dafür, dass du das gemacht hast. Ja. Ja, und diese Sachen, wenn die dazu antworten, müsste man sich schon überlegen, wieso sie das tun. Also haben sie da keine Werkzeuge gelernt, ja, die Kinder, also da sind wir wieder bei der Elternbildung. Ja, und wieso tun sie das? Kinder tun nicht solche Sachen einfach, sondern sie haben meistens einen Grund. Ja. Oder vielleicht ist sie selber über sie lustig gemacht worden und sie war einfach nur sauer. Ja. Also man muss immer auch dahinter schauen. Na, aber das Problem ist, muss man auch sofort behandeln, oder? Das ist, wenn ich sie sehe, eine Woche später, das ist total vergessen. Warum haben wir auch sie denn? Sie ist 15 oder 6. Na, ich glaube, da weiß sie schon. Ja. Ich würde mit ihr zusammen gemütlich hinsetzen, einen Kakao machen oder so und sagen, du, ganz ehrlich, das, was da vorgefallen ist, das war für mich ein ganz komisches Gefühl. Also gehen Sie von sich aus. Ja. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Wir reden nicht zueinander und das mag ich nicht. Dankeschön. Danke. Gibt es noch Fragen, die ihr stellen wollt? Die Sie stellen wollen? Ja, Sarah? So, ich bleibe bei dem Thema Würde. So, eine Seite, wenn wir den Satz von Josef, die Kinder wissen, was sie wollen, aber sie wissen nicht, was sie brauchen. Andererseits, Frau Lippert redet über das Thema Würde. Jetzt die Situation: Das Kind spielt mit Handy 5 Stunden am Tag, zum Beispiel. Ja, das ist ein Beispiel, aber nehmen wir das. Okay, jetzt ich als Mutter. Ich weiß, was das Kind macht. So, das heißt, ich nehme ihm das Handy weg. Aber das Kind, wie fühlt sich das Kind? Das Kind fühlt sich nicht respektiert. Okay. Das heißt, für mich jetzt zwei Sachen widersprechen. So, nein, das widerspricht sich gar nicht, weil da ist vorher schon der Fehler passiert. Ja? Weil wenn mein Kind 5 Stunden lang ein Handy hat, dann habe ich ein Problem. Weil dann habe ich nicht die Grenze davor gesetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass man ganz klare Regeln ausmacht mit den Kindern, die ihnen auch sagt. Und sagt, mein lieber Schatz, wir haben gesagt, warte mal, kommt doch an, ja, das Kind ist, ich sage jetzt irgendwas, 1 Stunde Handy am Tag. Du hast jetzt 5 Stunden gehabt, das ist blöd, weil ich darf 5 Tage kennen. Ja, das ist nämlich die Konsequenz dann. Und das haben wir vorher besprochen. Wenn wir natürlich nichts besprechen und dann denken, das Kind, der hat ja unheimlich eine Mutter von mir gehabt, die sagt, dann kriegst du den ganzen Tag nur Schokolade. Sag ich, wer ist denn ihr Kind? Sagt man 3. Sag ich, und wer kauft die Schokolade? Kriegt ich nie? Nein, ja, sie kaufen die Schokolade. Das sind die Arme, die Kinder. Also das hat nichts mehr mit Würde zu tun, sondern da müssen wir an uns arbeiten. Klare Regeln, genau bei dem Medienkonsum, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Das, was ausgemacht ist, das wird eingehalten.
Ja, aber wenn die Regel aufgemacht wurde, aber trotzdem das Kind halte die Regel nicht ein, dann warum? Dann gibt es ja noch, wenn sie viel mit der Sache zu tun hat. Also wenn unser Sohn, der hat auch sehr gerne Handy gespielt, das war eine Stunde maximal in der Woche, ja. Und wenn er länger gespielt hat, war am nächsten Tag genau die Zeit weniger. Keine Diskussion. Und er hat es gewusst. Wir haben das ganz klar vorher ausgemacht. Und er hat es gewusst und es war die Würde gehalten, weil das war der Deal. Mhm. Und wenn ihm das, wenn er das nicht geschafft hat und er hat jeden Tag mehr überzogen, dann, lieber Johannes, es tut dir einfach nicht gut, jetzt hast du mal 3 Tage getrunken. Und zwar nicht, weil wir so böse sind, ja, und weil wir mächtig sein wollen, sondern weil wir die Erfahrung haben. Und das tut dir nicht gut. Und er hat es eingesehen. Und er hat seine Würde gehalten. Ja, danke. Also, wir haben das um letzten Tag gesagt. Es sind 62. Kinder wissen, was sie wollen. Kinder wissen, was sie brauchen. Sie wissen nicht immer, was gut für sie ist. Wir wissen, dass ich glaube, als Erwachsene, nicht nur als Eltern, im Voraus, auf was werden diese Kinder vorbereitet in der Zukunft? Körperlich, geistig und vielleicht auch mental und in all diesen Sachen. Und 5 Stunden zu sitzen, zu spielen oder auch ein Buch zu lesen, 5 Stunden ist nicht gut. Der Körper von Kindern braucht Bewegung, braucht auch Herausforderungen. Und spielen heißt das wirklich nur mit der Zukunft. Und daher hoffe ich, dass wir als Erwachsene und Eltern wissen auch im Voraus, was anzubieten. Spaziergang, Fahrrad, Radfahren, Sportmöglichkeiten, Musik und dann auch Handy spielen und in den sozialen Medien unterwegs zu sein. Ja. Dankeschön. Noch eine Frage, hallo? Ja, aber ich sage Deutsch vielleicht hier. Kann ich sagen. Na, ich sage laut. Okay, danke. Im Bild haben viele ganz schöne Strahlen. Und dieser Reihen hat viele Leute gesessen, denke ich. Wieso diese Leute und dieser Heim hat das Fehler von Eltern nicht lernen, die Kinder aufpassen, weil was ich auch in meinen Kindern, weil wir mit unseren Kindern, das heißt mit unseren Kindern versucht haben zu balancieren, dass man wirklich zum Beispiel ja, gemeinsame Zeit miteinander verbringt. Es ist ja, glaube ich, in vielen Familien gar nicht mehr üblich, dass man dann gemeinsam isst und gemeinsam beisammen sitzt oder gemeinsam feiert, gemeinsam was ist, einfach Zeit verbringt. Und ich kann selber aus meiner Erfahrung sagen, immer das jedes Mal, wenn wir ein Familienfest haben, das ist das, was die Kinder schätzen, nicht was sie mit Geschenk bekommen haben, sondern die Zeit, also weil dann sitzen wir zusammen also und die Kinder erzählen dann oder dann schauen wir Fotos von der Kindheit und so weiter. Das ist eigentlich das Spannendste und glaube ich, dass heutzutage
nehmen sich die Familien oder auch die Eltern oft nicht die Zeit, weil so beschäftigt sind mit dem Beruf und so weiter. Aber hier wirklich gewisse Traditionen zu etablieren, also wenn man sagt, na, wie viel reden auch die Ehepaare miteinander, das ist der Punkt. Also. Und hier die Eltern natürlich das auch zu ermutigen, hier gewisse Traditionen oder gewisse Zeiten auch anzuführen. Wir machen das zum Beispiel, dass ich zum Beispiel bei einem Kind Geburtstag hat, dann stellt das Kind, also da entweder lädt mir das Kind persönlich ein oder so. Also hier gewisse Traditionen. Also ich glaube, das ist also wichtig. Wichtig ist, dass die Eltern auch dazu zu ermöglichen. Ja, weil ich sage ja immer die Zeit, die man miteinander verbringt, macht es so Ich bin jetzt keine Expertin dafür, aber ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass diese Vollzeitbeschäftigung von Mann und Frau so sehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist fast ein Muss. Und es wird wirklich oft gesagt, ja, wenn die Frau nur Teilzeit arbeitet, ist die Pension so gering, dass sie das nicht leben können, weil man davon ausgeht, dass ja Mann und Frau eventuell nicht zusammenbleiben und die Frau dann allein sein wird. Ja? Das ist der Hintergrund. Und dann gibt es keine Zeit, weil die Frau arbeitet, deswegen kann ich auf die Mutter schauen. Ja? Und noch dazu, ich weiß nicht, wie ich das sehe, es ist so gesteuert, gesellschaftlich, besonders in der Stadt, dass da eine Frage des Raumes ist. Wer hat Platz? Ja, man braucht ein eigenes Zimmer, man braucht viele Sachen. Ich meine, ich komme vom Land und meine Schwester hat den Bauernhof geführt und natürlich hat sie meine Mutter gepflegt, bis sie gestorben ist. Ja? Ganz natürlich, aber da war viel Platz auch. Ja? Und das war eine ganz natürliche Situation. Ich meine, ich bin nicht wirklich, ich weiß es nicht so sehr, aber ich glaube, es würde wirklich dem Staat auch sehr viel helfen, wenn er die Angehörigen stärker unterstützen würde. Auch mit Pension und so, dass die Angehörigen das machen können, als irgendjemand, der von irgendwo hereingeschneit kommt und halt das Job dann erledigt, sozusagen. Aber wie gesagt, ich habe da nicht wirklich so beleidigt. Ja, das ist aber auch nicht meine Sicht. Ich habe meine Großmutter gepflegt und meine Mutter ist auch schon sehr pflegebedürftig. Meine Schwiegermutter ist jetzt leider im März gestorben. Es ist wirklich anstrengend. Und man muss wirklich sagen, wenn man engagiert ist und versucht auch sonst sich auch um die Jugend zu kümmern, ja. Meine Großmutter war dann in einem Heim, da war sie ganz, ganz glücklich und wir haben sie fast jeden Tag besucht, weil wir Gott sei Dank eine große Familie sind. Ja. Also es ist auch nicht schlimm, wenn ältere Menschen dann auch gut untergebracht sind und trotzdem den Kontakt haben. Wir haben sie trotzdem abgeholt, wir haben sie besucht und sie war trotzdem im Leben mit uns dabei. Ja. Aber ich sehe jetzt einfach, wie anstrengend es ist, einen Menschen zu pflegen. Und ich rede wirklich auch von Bettwinkligkeit. Ja. Das kann man nicht schaffen, ja. Weil man teilweise auch nicht die Ausbildung hat. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man diese Menschen nicht abgöttlich liebt, sondern weil man es irgendwann nicht mehr schafft. Also man hat die Grenze. Ja. Und trotzdem kann man sich aber um diese Menschen kümmern. Sie sind ja nicht vergessen. Also dieses Abschieben ins Heim passiert oft genug. Ja. Aber wenn man das trotzdem lebt und trotzdem die Menschen im Leben lässt, ja, bei uns in Neidling gibt es ein ganz tolles Altersheim, da ist ein Kindergarten dabei. Aber das ist ganz viel, weil die Eltern hat jetzt Zeit. Die Eltern hat jetzt Zeit für die Kinder. Aber wenn die Kinder wohnen und wachsen, hat keine aber Zeit. Aber es ist auch nicht genug. Ja. Also außerdem, das ist ein bisschen, also wir Eltern, ja, dürfen nicht verlangen, dass unsere Kinder langfristig sind. Ja, weil die haben jetzt gefragt, dass sie auf die Welt kommen. Ja. Okay. Wenn sie sind, dann haben wir es gut gemacht. Okay. Ja. Also, ich pflege auch meine Mutter. Ja. Ich habe sie jetzt den ganzen Sommer mit Bettenlift und Rollstuhl und allen. Ja. Aber weil sie mir eine gute Mutter war. Ja.
Und viele Eltern sind auch keine guten Eltern. Ja. Also, da muss man schauen, hat mich gleich immer allgemein. Ja. 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 Ich bin so verlässlich. Ich glaube, das hat auch mit dem Schwund von, wie gesagt, ausgewählten Familien zu tun. Das ist möglich, wo pro Familie 6-7 Tage haben, die und so weiter. Aber in einer großen Stadt, wo sehr wenig davon erhalten geblieben ist und nicht mehr da ist, können die Kinder für ihre Eltern nicht da sein, weil sie auch finanziell für ihre Eltern nicht da sein können. Weil bei Tottenheim, glaube ich, sind die Kosten spielen auch. Ja. Es ist keine Befürwortung von Altersheimen. Ich glaube, da fühlen sich Bürgereltern sich viel mehr wohlfühlen bei ihren Kindern, Enkelkindern und Schwiegersöhnen, Schwiegertöchter und so weiter. Aber es ist Frage der Machbarkeit und der Vereinbarkeit zwischen Familie und Karriere und Familie, wenn ich eben nicht diese Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind und in vielen Fällen sogar Vater oder Ehefrau, Ehemann oder Partner und Partnerin und keine Kinder. Das ist, glaube ich, eine Realität, Industrialisierung, Kapitalismus. Säkularismus, glaube ich, hat damit wenig zu tun, glaube ich, kann man dann nicht auch zuschieben. Ja. Aber die Prozesse, die im Laufen sind und wir sind jetzt drinnen. Ja, ja, und auch eine Frage der Lebensweise des Raumes. Ne? Früher war es 19% war ländliche Gesellschaft. Und es war einfach so, ja, dass die alten Leute ja, zu Hause waren. Aber heute in der Stadt, das geht ja noch mal nicht ganz. Jeder Quadratmeter. Kaum, ja. Kostet, ja. Der Grund eigentlich, also warum ich den Herrn Dr. Kabane heute eingeladen habe, war für mich einer. Ich hatte, glaube ich, es ist 2,5, 3 Monate her, da bin ich, ich mache das sehr gerne Fahrrad. Ja, und dann war ich also eben draußen also auf der Donauinsel und es war etwas windig. Und natürlich, ich bin auf der einen Seite gefahren und auf der anderen Seite Brauchholz. Ja. Und da bin ich hinübergefahren und dann zurück. Also. Und das sieht man wirklich, und das war für mich das faszinierend, dass ganze, also alle paar Meter, also ein wie sagt man das? Ja, und von Kindern bis alle Generationen. Alle Generationen. Und dann bin ich, dann bin ich weitergefahren. Und dann sind so Jausenstationen. Genau. Dort sitzen dann die Einheimischen. Also mit den die meisten sind Fahrradfahrer, also, aber so ältere Personen, da sieht man also immer keine Kinder. Ja. Und für mich war das ein so totaler Kontrast. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was kann man aber offensichtlich, ist speziell also in islamischen Ländern, die Tradition, die Familientradition, noch ganz anders von Wurzeln. Und das hat wahrscheinlich ist auch natürlich eine religiöse Hintergrund. Aber für mich war das ein so spezielles Erlebnis. Ich habe das dann meiner Frau erzählt, habe ich gesagt, das war für mich schockierend. Was können wir im Sinne des interreligiösen Dialogs jetzt auch gerade in dieser Beziehung voneinander lernen. Ja, das war mein Gedanke. Ja, okay, ja. Fühle ich mich auch gefordert. Ja. Ja. Im Koran kommen viele Stellen vor, wo den Glauben an den einen Gott klein gefolgt ist und südig zu den Eltern sein. Wenn nicht, dann mehr. Und das spielt eine große Rolle. Gott ist die Ursache, dass es mich gibt. Und meine Eltern auch. Sie haben dazu
beigetragen, dass es nicht gibt. Und dass ich gute Erziehung bekommen habe, gute Umgebung, in Liebe, in einer Umgebung aufgewachsen bin, die voller Liebe ist, auch Verantwortung auf dem Weg. Widersprechen Sie diese Sachen überhaupt? Nun wird man wirklich so in Schwarz-Weiß-Malerei eingestellt hat. Und daher diese Einstellung, die sind wirklich die Ursache, dass es mich gibt. Und daher muss ich nicht von schuldig sein und gütig sein, etwas, wir sind dankbar für jeden, der uns was Gutes gemacht hat. Und die Eltern wollen an erster Stelle. Der zweite Grund ist, dass die Mutter spielt eine große Rolle im Islam, so dass einer zum Propheten mit seinem gekommen ist und sagt, du willst dich am besten sein, was sagst du deiner Mutter? Und dann zu deiner Mutter. Und dann zu deiner Mutter. Und dann zu deinem Vater. Das heißt, meine Mutter, die mich mit Schmerzen gesetzt hat, also der Vater mit Spaß, der klarerweise seine Rolle kommt später dran, also bei der Erziehung, bei der Finanzierung, bei der Begleitung und wirklich auf dem Weg der Verantwortung und im dauerhaften Prozess des Wachstums, das hat mich sehr gefallen von Ihnen. Zu sein. Und das sind sozusagen Impulse, die wir als Kinder in den muslimischen Familien aufgewachsen mitbekommen. Und klarerweise, es geht nicht um Schuld. Man hat mit der Euro gegeben, das Bild der Schuld zurückgeben. Liebe ist nicht unbezahlbar, kann man nicht zurückgeben. Einer auch hat der Prophet gesehen in Mekka. Bei der Bilderfahrt, die sind drin in dieser Zeit dann jetzt im muslimischen Kalender, hat seine Mutter auf seine Schulter getragen und die sozusagen ranstreiten und die Kaaba gemacht. Und das sind von sieben Mann. Und dann auch an einem anderen Ort, sieben Mann zwischen Safa und Marwa, sind drei Orte, wo seine Mutter, sagen wir Hagar, die zweite Frau von Abraham, auf der Suche nach dem Vater Samsam für ihren Sohn Ismail. Siebenmal. Hat er das alles gemacht, aber du hast nicht einmal eine Seele gegeben von dem Schmerz, was deine Mutter bei deiner Geburt erleiden musste. Und das sind Sachen, wo wir hineingewachsen und wir spüren das. Das ist nicht wirklich eine Rechnung, die ich zurückgefallen habe. Man zahlt nie genug zurück. Und wenn man auch im Alltag, ich verrate meinen Vater nicht, aber ich nenne meine Mutter hier, nach dem jetzt in dem Krieg in Syrien und jeder, was kommt so am Abend? Du hast mir gesagt, du kommst um 8 Uhr und jetzt ist es 8 Uhr 15. Mama, ich bin Doktor auf der Uni, ich will trotzdem, du bist mein Kind. Klarerweise ist es ein bisschen lässig, aber da ist die Liebe, die und wie heißt das, Bedienung so? Und die Verantwortung den Kindern gegenüber und das spürt man und versucht man. Ich kann in diesem Zusammenhang etwas sagen. 2016 war in Ankerfabrik eine große Veranstaltung, die Flüchtlinge und eine katholische Kirche hat gesagt: Vielleicht ist es die Zeit für uns Christen also, oder Europäer zu lernen, wie diese Eltern sich um ihre Kinder kümmern. Für eine bessere Zukunft riskieren die Reise vom Mittelmeer damals und bis heute klarerweise. Und vielleicht können wir zu unseren Wurzeln, was Familie angeht, Familienbeziehungen angeht, zurückkehren. Ich werde nicht das aufweichen als Impuls für dieses Thema. Religiös ist es klarerweise, ja, muss ich eine Sache erwähnen. Es gibt eine Stelle im Koran auch, wie gesagt, und sei gut gütig zu deinen Eltern. Und auch wenn sie andersgläubig sind. Das heißt, zu Beginn der Phase des Islam, wo die Jungen klarerweise sich dieser Religion angeschlossen haben und angeeignet haben, war Konflikte da zwischen der ersten Generation und diesen Leuten. Und sie haben gesagt, dann rede ich mit meinen Eltern nicht, sondern die Koranstelle nennen. Solange sie von dir nicht verlangen, deine Religion zu verletzen oder zu verlassen, muss man immer gütig sein zu ihnen. Das hat mit Religion nichts zu tun. Das steckt in uns Menschen. Und da sage ich, glaube ich, bei diesen Sachen kehren wir zu uns auch Menschen sein. Menschen sein. Danke. 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 Danke.
Dankeschön für diesen Beitrag. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Professor Cavalli, aber die ist etwas kompliziert. Sie haben erwähnt, dass die Erziehung im Elternhaus oft nicht konform steht mit der Erziehung, die es Kinder dann in Kindergarten und Schule bekommen. Und das geht mir bis dahin nicht hin, da und für uns, wie jeder der Familie, ist es auch heute ein großes Problem, besonders die Sexualerziehung, denn wirklich die kleinen Kinder oder jungen Kinder werden Inhalte vermittelt, die wir als Erwachsene nicht einmal uns damit beschäftigen. Und es gibt dann so viele Fälle, wo dann Eltern sich dann wirklich dagegen aussprechen, aber es sind zu wenige, denn das Material, das zur Verfügung gestellt wird für die Sexualerziehung, wird weiterhin verwendet. Wie gehen Sie damit um oder haben Sie Erfahrungswerte von Eltern, islamischen Eltern, wenn sie lieben, und das ja wirklich auch sehr schwierig sein, diese Erziehungen zu tun? Diese Erfahrungen habe ich ja mehr mit Schülerinnen und Schülern und da ist mein Motto immer Religionsfreiheit und Redefreiheit. Die anderen sollen regieren und predigen, was sie wollen und wir haben das Recht, unsere Werte, also sozusagen in dieser Hinsicht auch zu verbinden. Und sage, auch wenn die größeren Personen da sind, da gibt es auch muslimische Kinder, die homosexuell oder also schon sind und in der Richtung gehen, das sind mündige Menschen. Und sie haben die Freiheit zu entscheiden, zu dem, was sie sind, aber auch keinen Fall und parallel dazu und gleichzeitig andere das auszuschneiden. Und da glaube ich, liegen wir alle richtig und gut, wenn wir sagen, gibt die Stelle im Koran auch, wo der Koran spielt, ihr habt eure Religion und ich habe meine Religion. Und beide können wir gemeinsam leben, respektvoll, aber keinen Fach und keinen Fach der Religion, auch im Sure, sei es von Nachricht. Daher auch von dieser Einstellung darf es nicht gehen. Und was Kinder erleiden heutzutage, glauben wir schon, dass ihnen das auch wird. Und nicht permittiert als eine Möglichkeit, sondern als die Möglichkeit. Und da finde ich, glaube ich, da sind die Überschneidungen von der anderen Seite Missbrauch der Redefreiheit. Und da, glaube ich, sind wir alle gut in einem Boot, wo wir aufstehen und sagen, nein, nicht mit mir und nicht meine Freiheit einschränken. Wir haben von Anfang an von meiner Kindheit gelernt, meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit anderer verletzt wird. Und warum wird das jetzt anderen angetan? Diese Gruppen, weiß ich schon, wurde im Laufe der Geschichte sehr viel angetan. Gerechtigkeit gehört hergestellt, aber nicht aufgrund und von Ungerechtigkeit anderen gegeben. Und Rückschau da macht sich man sehr gut auf den Weg da bis gegenseitig Verständnis. Ja, danke schön. Ich glaube, wir machen offiziell Schluss. Das heißt nicht, dass wir alle schnell nach Hause laufen müssen. Ich danke für die Beiträge. Es war sehr interessant zuzuhören. Auch Josef, danke und Frau Lisa, wir können noch, weil wir sehen, miteinander sprechen, eben den Fragen noch weiter besprechen oder neue Fragen aufwerfen. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen sehr schönen. Gerne Werbung machen. Bitte, ja, bitte. Vom Institut Islamische Religion haben wir Dozenten und Dozentinnen ein Buch aufgearbeitet mit verschiedenen Artikeln zu verschiedenen Themen, eben weil es um Kinder, unsere Kinder geht. Also Themen, die herausfordernd sind, besonders für die Migranten und für die islamische Religionsunterricht. Und das sind, ich habe einen Artikel drin, zum Beispiel über Schöpfung aus koranischer und naturwissenschaftlicher Sicht. Was Sie gesagt haben in meiner Bitte, ich bin auch Bildung, wenn Sie wirklich für Elektronik. Wow! Ja, weil ich war alles auch was so lieb und hat draußen Folder von uns hingelegt. Also, wer Lust hat, gerne mitnehmen. Und ja, wer Lust hat, auch gerne Mitgliedschaft für uns werden, da freuen wir uns auch drüber, weil wir immer ein bisschen einen. Ja, und jetzt, apropos Familie, rase ich in der Schule, weil dort wartet nämlich meine Familie.
Ja, vielleicht was für mich in den letzten Jahrzehnten die tiefste persönliche Erfahrung oder Erkenntnis war auch natürlich, das ist es so, von Elternzeit ist sehr anstrengend. Ja. Aber für mich ist der wichtigste Gedanke, das Wertvollste oder das Wichtigste ist, dass man vor allem in die Beziehung investiert. Dass man in die Beziehung zu den Kindern investiert, weil das ist, was die Kinder schätzen. Und das macht sozusagen die Anstrengung da wertvoll. Also, hier das in den Vordergrund zu stellen, dass es natürlich ist es anstrengend, natürlich ist es Arbeit. Beziehungen sind Arbeit, ja. Ich bin auch mit der Familie gilt wichtig, glaube ich, bei der Kindererziehung lernen ist beide los. Weil ja, Kinder ja. Lernen, ja. Genau. Und da wachsen beide in die Aber jetzt,
oder stört ihr auch die Leute, die da Ja, das ist ja. Und dann, ich glaube, 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 das